So sind Museumsbahnen oft unterwegs. Vorne eine Dampflok, hinten ein paar alte Personenwagen. Insgesamt zwar eine hübsche Garnitur, aber die Lok ist eigentlich eine typische, bullige Zechendampflok, die während ihrer aktiven Einsatzzeit wohl nie einen Personenzug befördert hat. Güterzüge mit Dampf zu befördern, stellt für Vereine ein Problem dar. Man verkauft keine Fahrkarten und muss auch noch für teures Geld ein paar Güterwagen betriebsfähig unterhalten. Plandampf kann da eine Lösung sein. Einfach einmal einen planmäßigen modernen Güterzug mit der alten Dampflok befördern. Das zieht in der Regel zahlreiche Enthusiasten an, die zum größten Teil auch gern bereit sind, den Einsatz der Dampflok zu finanzieren. Weil der Deutsche Eisenbahnverein DEV aus Bruchhausen-Vilsen 2016 ein besonderes Jubiläum feierte, er betreibt nämlich die älteste Museumsbahn Deutschlands, die vor genau 50 Jahren zum ersten Mal fuhr, gab es Anfang August ein volles Programm für Fans. Darunter auch ein Güterzugplandampf auf der Regelspurstrecke von Hoya nach Eistrup. Das Güterzugprogramm auf der Strecke sieht täglich mehrere Ganzzüge für die Papier- und Kartonagenfabrik am Rande von Hoya vor. Leerzüge werden in Eistrup von der DB angeliefert und später beladen wieder abgeholt. Den Pendelverkehr führt die Privatbahn der Verkehrsbetriebe der Grafschaft Hoya durch. Die Lokpersonale der DHEF haben sich sehr gefreut, endlich einmal nicht nur mit ein paar Donnerbüchsen hin und her zu fahren und sich selbst und die Lok für den Güterzugeinsatz noch einmal in ihre Zeit als Nummer 1 auf der Zeche Wilhelmine Mewissen zurückversetzt. Am Morgen des 1. August wartete noch ein Leerzug im Bahnhof von Hoya auf Transfer zur Fabrik, sodass zunächst umfangreiche Rangierarbeiten stattfanden. Der Krupp-Typ Hannibal leistet etwa 200 PS und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 35 Stundenkilometer. Auf der steigungsarmen Strecke in der Weserniederung ist sie damit eine angemessene Bespannung für die aus unterschiedlichen Schiebewandwaggons gebildeten Züge. Rund 100.000 Tonnen schlägt das zur irischen Smurfit Kappa Gruppe gehörende Werk im Jahr auf der Schiene um.
Damit ist es ein bedeutender Kunde für die VGH und von erheblicher Bedeutung auch für den Erhalt der Strecke. Von Hoya aus geht die Reise zunächst ostwärts. Bereits kurz hinter dem Bahnhof wird auf einer 2009 errichteten Stahlbogenbrücke die Weser überquert. Der Vorgängerbau war 1911 entstanden, um den von der normalspurigen Hoyaer Eisenbahn auf die damals noch schmalspurige Hoya-Sieke-Asendorfer Bahn wechselnden Passagieren und Gütern das umständliche Überqueren der Weser zu Fuß oder mit dem Pferdewagen zu ersparen. Der Werksanschluss liegt kurz hinter dem Ortsausgang. Hoya Ost heißt die Betriebsstelle heute. Die Lok schiebt den Zug von hier aus in das Anschlussgleis, wo er dann an eine Werkslok übergeben wird. Wie man sieht, ist der Güterverkehr des Werkes nicht auf die Bahn begrenzt. Auch Lkw in großer Zahl werden dafür benötigt. In rascher Fahrt geht es nun mit den beladenen Wagen über Hassel nach Eistrup. Rund 8 Kilometer sind zurückzulegen.
In einem Stumpfgleis neben der alten Senffabrik Lehmann endet die private Infrastruktur. Hier wird wieder intensiv rangiert, um den Beladenen gegen einen Leerzug auszutauschen. Jetzt kann's wieder losgehen nach Hoya. Die Region ist insgesamt eher landwirtschaftlich geprägt, wie man kurz vor Hassel deutlich sieht. Jetzt nur noch über die Weser, dann ist Hoya endlich erreicht. Dort endet auch dieser Film.